Hallo, ich heiße Leon und wir stellen heute 4 Projekte vor, die wir euch dann gerne zeigen würden. Ich will euch das nächste Projekt einmal vorstellen. Ich bin Tom, ich bin 13 und ich habe das Projekt Normandie. Okay, was machst du bei deinem Projekt? Grundsätzlich, wir erzählen Sachen über die Normandie, zum Beispiel die Vorgeschichte, die einzelnen Käsearten, beziehungsweise weil dort viel Käse hergestellt wird und grundsätzlich ein grobes Thema mit Informationen. Okay, das ist ja eine Unterkategorie von dem eigentlichen Projekt. Kannst du denn die Sprache des eigentlichen Projektes sprechen? Grundsätzlich ja. Also jetzt nicht komplett flüssig kann ich Französisch, aber grundsätzlich sprechen kann ich es schon. Und was mit einem typischen Gericht? Typische Gerichte gibt es da jetzt nicht wirklich. Da gibt es halt den Käse und deswegen behandeln wir ihn da ja auch. Okay, warst du schon mal in Frankreich? In Frankreich war ich tatsächlich noch nie, aber ich würde da mal liebend gern hingehen. Okay, und zur letzten Frage, was ist deiner Meinung nach besonders an Frankreich? An Frankreich vor allen Dingen die Vorgeschichte mit den ganzen Ländern und auch einfach, dass man die ganze Ästhetik, nenne ich es jetzt mal, also mit Paris, es wird ja auch Stadt der Liebe genannt und dass man da halt so das hat und das finde ich meiner Meinung nach besonders an Frankreich. Ich bin Max und ich bin 14 Jahre alt. Hallo Max, was macht ihr in eurem Projekt? Also wir lernen die Niederlande halt generell ein bisschen besser kennen. Okay, kannst du denn Niederländisch sprechen? Ja, kann ich tatsächlich, da mein Vater aus dieser Region kommt. Okay, du hast gesagt, dass du Verwandte hast, die aus den Niederlanden kommen. Heißt das, du warst schon mal dort? Ja, war ich. Und zwar jede Ferien fahre ich zu meinem Vater. Das heißt, ich fahre jedes Mal jede Ferien in diese Region. Okay, gibt es irgendein typisches Essen? Ja, tatsächlich Pommes esse ich gerne, aber auch Waffeln. Okay, und jetzt zu deiner persönlichen Meinung. Was ist so besonders an den Niederlanden? Also tatsächlich finde ich die Natur da sehr schön. Es gibt tatsächlich auch so Städte wie Amsterdam. Da hast du halt mitten in einer Großstadt, wo du jetzt so denkst, jo, ist alles voll schmutzig. Nee, hast tatsächlich auch Flüsse da durchlaufen, dadurch gibt es eben auch Blutgrund. Bonjour, je m'appelle Melissa, j'ai 11 ans. J'ai une sœur, elle s'appelle Lina. Et j'ai un lapin. Ihr Appell Kleine Wolke. Jetzt würden wir euch das nächste Projekt einmal vorstellen. Sportspieler aus aller Welt. Und das ist unser heutiges Thema, denn heute filmen wir Sportspieler aus aller Welt, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund erkennen könnt.